Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Gary und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Natürlich die Live in the Woods Version. Ihr seht es. Boah, ruckel, ruckel. Die Welt muss sich noch ein bisschen aufbauen. Ich glaube. Ach, ich habe wieder die anderen Shader drin, ne? Die Original-Shader. Ich glaube, der Minecraft-Standards-Shader ist da noch nicht wieder drin, ne? Und ich habe mal offscreen, kann ich euch mal kurz zeigen, bisschen gelootet und alles. Sekunde. Hier im Rucksack müsste... Ah, hier. Wir haben ordentlich Kohle dabei. Wir haben ein bisschen Hunger. Und was ich mal eben ganz kurz machen werde, ist Shader auf die umstellen. So, dann ruckelt es nicht mehr so stark. Und wir können so ein bisschen ruckelfreier durch die Gegend latschen. Nom 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 nom. Boah, lecker fetten Cheeseburger reinhauen. Nom nom nom. Natürlich total vegan. So, und wir sammeln hier weiter die Kohle ein. Und alles andere natürlich auch. Huch, da wollte ein Block nicht ganz weg. Und ich hoffe, das Ruckeln wird sich noch ein bisschen wieder beruhigen. Ich schätze mal, das liegt daran, dass die Chunks alle noch geladen werden müssen und so. Solange wir uns in einem solchen Chunk, der besteht ja, glaube ich, aus 64x64 Blöcken. Wenn ich mich nicht irre. Gefährliches Halbwissen. Ich weiß. Oder 128. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls wird ein Chunk geladen. Und er verbraucht natürlich auch Rechenzeit. So, ein bisschen Salz. Lustigerweise wird unter Wasser schneller abgebaut als über Wasser. Langsamer meine ich. Schneller. Ich meine natürlich langsamer. Okay. Auftauchen bitte. Und ich habe schon mal ein bisschen Kohle und Eisen und was auch immer abgebaut und Salz. Ich suche jetzt aber... Hallo Schaf. Immer noch nach Eisen. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach wunderschönem Eisen. Rote Schlauchpflanze. Sekunde, ich muss mal eben Mausbett ein bisschen nach oben schieben. Und einer Höhle. Wir haben keinen Atlas mit, das bedeutet, wir werden uns hier hoffnungslos verirren. Aber ich glaube, wir müssen irgendwo in die Richtung. So hoffe ich. Okay, wir haben hier Kohle en masse. Und ich habe hier auch schon 31. Und ich glaube, im Rucksack sind ja auch nochmal 3 64er Stacks. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch auf dem Weg in eine Höhle. Da hinten sieht das so ein bisschen nach Höhle aus. Was ist das denn? Sanders Pfeilblatt. Oder Sanders. Keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ruckelt. Das ist ja Wahnsinn. Gitti, gitti, gitti. Ich habe gerade eben noch ein bisschen Tomb Raider aufgenommen. Also, huiuiui. Da geht's in den nächsten Folgen richtig ab. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich meine, ich find's richtig spannend, was die kleine Lara da so erlebt. Teilweise denkt man sich dann aber auch so, what the fuck? Das hält ja eigentlich kein Mensch aus. Was sie da so erlebt. Hey Schaf, wolltest du auch ein bisschen Salz haben, oder was? Oh, das erinnert mich immer damals. Da hatten wir auch noch Schafe, also bei meinen Eltern. Vater ist ja Landwirt. Der hatte damals auch noch Schafe dabei gehabt. Und, die waren immer ganz lieb, ganz süß. Als wir kleine Lämmer gekriegt haben, da war das... Ja, hallo Kuh. Da war das so witzig,
Da war dann das Mutterschaf. Stand da immer bei den kleinen Lämpchen. Ich suche jetzt hier gerade nach einer Höhle. Das Mutterschaf stand dann immer bei den kleinen Lämpchen und hat so mit dem Fuß aufgestampft. Und ich habe mich immer gewundert, warum macht die das? Ne, die haben dann mit dem Fuß, mit dem vorderen Huf, so aufgestampft. Und dann habe ich mich natürlich... Was ist das für ein Baum? Habe ich mich natürlich immer gefragt, warum machen die da und sowas? Habe ich natürlich auch meinen Vater gefragt. Und er meinte, Riesenbambus. Okay, haben wir den? Wenn nicht, dann haben wir den jetzt. Was ist das hier? Keulenlilie, alles klar. Nein, die brauchen wir ja nicht. Ah ne, der wächst ja. Baumfreund. Was? Alter, hier wächst ein Scheiß. Das ist ja Wahnsinn. Kastanie. Was? Das ist eine Kastanie? Hm. Mit der Spitzhacke geht die nicht kaputt. Mit der Schaufel nicht. Sekunde. Die braucht aber lange, bis sie kaputt ist. Vielleicht mit einer Axt. Keine Ahnung. Ach ja, ich wünschte, ich hätte jetzt einen Kastanienbaum. Aber ich denke mal nicht, dass wir da Setzlinge rauskriegen. Und es wird Nacht. Und diese Bäume sind einfach mal riesengroß. Sind das Mammutbäume? Nee, Tannenstamm. Ich meine... So, mal ein bisschen aufgeräumt. Alter, was? Nein. Ich habe schon gewundert, warum das so lange gedauert hat. Okay. Hm. Tannenstamm. Okay, ich glaube, ich brauche demnächst mal den Timbermod. Ich werde mich mal informieren. Wünschte, ich hätte hier jetzt ein... Hier, Dingens. Ein Tannensetzling. Können wir den nicht da irgendwie raustroppen lassen? Geht der jetzt von alleine kaputt oder was? Die Blätter. Och, Malo. Doch, da. Hey, cool. Dann pflanzen wir nämlich bei uns zu Hause dann welche an. Oh, das wird so geil. Okay. Nee, ich lasse das mal lieber an. Dann habt ihr auch ein bisschen Licht. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einer Höhle. Aber ich glaube, wir werden so schnell... Was? Ich mache mal eine andere Musik an. Die passt gerade nicht so. Geil. Jups. Wow, wie geil. Wieder so ein Gebäude gefunden. Bitte was? Oh, ein Silberfischchen-Spawner. Och, wie süß. Geil. Wow. Oh, da ging mein Handy. Sekunde. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Von wegen hier. Kiste? Jupp. Sieht ganz danach aus. Hier ist eine Falltür. Okay, hier sind schon mal ein Haufen Pilze. Und eine Werkbank. Eine Uhr. Und ein Schild. Ich meine, gut, warum nicht, ne? Ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Aber seht ihr das, was ich sehe? Sekunde.
Da ist nochmal eine Truhe drunter. Geil. Boah. Okay, ich schmeiß da jetzt erstmal alles rein, was ich brauche und nicht brauche und brauche und nicht und wie oder was. Voll cool. Ja. Okay, ich meine, die Kisten können wir bestimmt auch. Diamantene. Ach, du liebes bist geil. Ich meine. Was? Wie geil ist das denn bitte? Oh, geil. Ha! Okay, Sekunde, da mache ich jetzt einen Daumennagel von. Okay, ja, genau. Das ist ein super Daumennagel. Oh, wir haben Diamanten wiedergefunden. Oh, willst? Nein. Och nö, Sekunde. Wir brauchen einen Ofen. Und Stein. Klick. So. Da oben ist eine Werkbank. Oh, was haben wir Glück? Was haben wir ein Glück, da? Alter, wie geil. Dahin. Wir haben Eisen dabei. Finde ich sehr gut. Packen wir uns mal drei hier rein. Oder, ja, zwei müssten reichen. Oh, geil. Ich bin gerade wow, voll hyped. Oh, cool. Ich freue mich gerade total. Oh. Wie ein Klontchen im Tedo. Oh, geil. Das gibt's nicht. Und ich dachte mir, oh, toll. Eine Kiste und darunter eine Kiste. Und dann, oh, Diamanten, Alter. Wir werden sowas von sterben. Weißt du, ich bin losgezogen, um Eisen zu holen. Jetzt finde ich hier einfach mal scheiß Diamanten. Zack, zack. So, die kommt dahin. Wow, willst du mich verarschen? Ist das geil. Blöderweise habe ich jetzt keine Verzauberung drauf, dass er mir irgendwie mehr Glück oder so reinbringt. Oder mehr Effizienz, keine Ahnung. Dass ich aus einem Block, den ich abbaue, zwei Diamanten rauskriege. Aber egal. Weißt du was? Das juckt mich nicht. Ich habe Diamanten. Sind hier drunter vielleicht noch welche? Doch, da. Ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen mau aus, aber doch nicht. Oh. Quarzit, Diamantenerz. Alter. Bin ich gerade der happyste Typ überhaupt. Okay, ich suche jetzt nochmal ein bisschen was ab. Obwohl ich nicht glaube, dass wir hier noch was finden. Ups. Ist zu dunkel. Ah, die Fackel, die brennt ja selber auch nochmal, wenn sie einfach nur da liegt. Boah, geil. Ich bin ja gerade voll happy, dass wir das Ding gefunden haben und nicht einfach dran vorbeigelatscht sind. Oh. Oder vielleicht hier drunter? Oh Gott. Wir werden uns hier, glaube ich, gerade tot graben. Und ich würde lieben gern jetzt den Baumodus eben anmachen. Obwohl, das kann ich ja. Kreativ. So. Brauche ich keinen Spielmodus starten. Ich will nur noch nach weiteren Diamanten suchen und dann
stelle ich das alles natürlich wieder um. Aber ich glaube nicht. Okay. Dann fliegen wir hier mal ganz galant hier raus und so. Geil. Mit den Diamanten haue ich jetzt die Pilze kaputt. Welch Blasphemie. So, wir haben ein paar Haufen Pilze. Hallo? Okay, so, wir sind draußen. Oben ist der Spawner, der spawnt so vor sich hin. Ganz fröhlich. Oh, wie geil. Oh, Leute, ich freue mich voll. Ich würde da gerne hoch. Ja, super. Nein! Autsch. Entschuldigung, ich wollte nicht schreien. Nein. Bäh. Da oben war noch was. Nein. Oh. Habe ich genau gesehen, dass da was ist. So. Entschuldigung, wieso kann ich den nicht kaputt klopfen? Da ist doch was. Eichenlaub. Ich will das. Hallo? So, hä? C? Überleben. Ah, okay. Nö, das ist nur Holz, aber. Wither Skelettschädel. What? Den nehmen wir mit. Den können wir doch gebrauchen, bestimmt. Aber ich glaube, sonst gibt es hier nichts mehr. Bäh, sagte er und fiel runter. Okay, der Baum, der ist auch einmal so drumherum gewachsen. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und danach, liebe Freunde, ich mache jetzt mal eine kleine Aufnahmepause. Und dann würde ich sagen, suchen wir vielleicht nochmal eine kleine Höhle und danach geht's nach Hause. Ich glaube, wir sind weit genug weg von zu Hause geflogen, dass wir sagen können, wir haben eine Menge erlebt, wir haben eine Menge geholt. Reicht. Oh, voll cool, wir haben Diamanten. Willst du mich verarschen? Okay. Liebe Freunde, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.